damit herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. So, wir begeben uns jetzt mal zum Sammelpunkt, beziehungsweise ich habe nichts mit, das mich heilen kann, ne? Ja, wir haben ja in der letzten Folge haben wir jetzt unseren Steg soweit fertig gemacht. Wir werden jetzt wieder eine Quest machen. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, und dann schauen wir mal, wo uns die Reise hinführt. Wo ist denn, da. So, wir haben 14 Uhr, Tag 11. Haben wir noch alles ein bisschen Zeit. Das Gebäude kennen wir doch auch schon. Ach, ich dachte, das war das hier vorne. Okay, alles gut. Alles gut. Alles gut. So, hier haben wir noch nicht reingeguckt. Haben wir hier reingeguckt? Ja. Wir bauen den mal ab. Wir brauchen nämlich ein bisschen Benzin. Ja. Ich habe einen Zombie geweckt, natürlich. Hui. Können wir die eigentlich hier auch abschrauben? Was kriegen wir denn da raus? Okay, Plastik und Eisenrohre und Eisen. Alles klar. So, wir haben auch Hunger, aber ich habe auch nichts mit, ne? So, wir haben auf jeden Fall auch ganz viel schon mal Holz und Holzframes verballert. Das ist echt crazy. Naja, aber... Und das ist nur erstmal für den Steg, ne? Wir müssen das ja auch noch alles aufwerten. Das wird auch noch eine echte Herausforderung. Ja, aber wir werden es schaffen. Wir werden das schon hinkriegen. Oh, ich sitze hier schon wieder irgendwie ein bisschen kacke. So, glaube ich, ist besser, ne? So ist besser, oder? So ist auch nicht besser. Es verstellt sich komischerweise auch immer irgendwie meine Kamera. Ich weiß nicht, warum. Dass ich jedes Mal, wenn ich neu aufnehme, irgendwie immer anders sitze. Aber egal. Egal. So sieht das auch ein bisschen aus, als ob ich voll den Fettarm habe hier auf der Seite. Aber es ist einfach nur mein Pulli, der ein bisschen oversized ist. Egal. Geht ja hier nicht nach Schönheit, ne? Geht ja hier nicht nach Schönheit. Ich wollte ja nur ein bisschen unterhalten, ne? Ich will euch ja nur ein bisschen unterhalten. So. Auf zum Sammelpunkt. Das ist aber keine Nachtquest, ne? Ne, bring die Vorräte zurück. Weiß man ja immer nicht so ganz, was ich annehme. Nee, das kennen wir tatsächlich noch nicht, oder? Nee, das sagt mir tatsächlich nicht so viel. Gerade. Ja, ich weiß, dass du Hunger hast. Vielleicht kriegen wir... Haben die hier einen... Briefkasten? Nee. Okay, dann starten wir doch mal die Quest. Ich weiß gar nicht, was ist das denn für eine Quest hier? Eine Dreierquest? Eine Dreierquest. Ich hoffe, wir sterben nicht. Huch. Da stand ja schon einer dahinter. Oh Gott. Oh Gott. Treffen soll gelernt sein. Hallo? Hallo? Ja, weil wir verseucht sind und Hunger haben, haben wir jetzt nicht so die beste Ausdauer tatsächlich. Aber... Vielleicht finden wir hier ja was zu essen. Egal. Verkohltes Fleisch immerhin besser als gar nichts. Jetzt habe ich Durst. Ja, natürlich habe ich Durst. Natürlich haben wir Durst. Ja, hier, guck mal, kannst auch noch Gammelbrot essen. Ich habe Durchfall. Natürlich habe ich Durchfall. Natürlich. Was sonst? Was auch sonst? So, pass mal auf. Wir stopfen uns das jetzt hier nochmal alles einfach rein in die Figur. Oh, Glas kann raus. Das kann auch raus. Und das hier können wir scrappen, scrappen. Das halt doch... Ne, halt keinen Durchfall. Ach, scheiße. Ich dachte, das halt der Durchfall. Aber ich wusste. So. Das hier können wir auch nochmal essen. Hauptsache irgendwie ein bisschen essen. Wir müssen auch dringend Honig finden, ne? Ist hier Honig drin? Komm schon. Nein, da ist gar nichts drin. Scheiße. Scheiße. Papier kannst du dir auch in Moos schieben, ne? Kannst... Hier ist nichts weiter. Huch. Da ist doch bestimmt auch jemand drin, ne? Nee, aber da liegt einer. Guck mal, da liegt einer. Hallo, da liegt auch Krümelchen. Krümelchen hat keinen Kopf mehr. So. Oh, mich juckt's. So. Gut. Das können wir scrappen und das kann raus. So. Hier können wir auch nichts nehmen.
Schmuddelwasser. Essen. Ja, das können wir nicht essen. Boah, das bringt uns auch nicht so viel, hier noch was zu essen. Nee. Hier? Nee. Dann machen wir doch mal Lugi Lugi hier oben. Achso. Das wäre halt so, so. Ah, okay. Okay, okay. Dann müssen wir jetzt hier hoch. Geier. Zwei Stück. Zwei Stück. Und Bams. Sehr gut. Ich würde sagen, weil hier das Licht leuchtet, müssen wir... Oh, das ist auch echt ein bisschen eklig. Hier so hoppel, hoppel, hoppel. Hier können wir aber auch noch hin. Hier ist nur noch das bisschen. Ein bisschen Müll. Ein little bit Müll. So, okay. Hier ist nichts weiter, oder? Guck mal, nö. Hier, nö. Okay, dann runter mit uns. In der Hoffnung. Hier ist auf jeden Fall schon mal unsere Tasche. Okay, wenn wir jetzt sterben, ist nicht so schlimm. Dann haben wir wenigstens alles. Hier ist verschlossen. Da ist auch verschlossen. Aber hier können wir wieder schön Cobblestone und so mitnehmen. Zack. Zack. Huch. Kommt ihr denn hier? Mit euch habe ich ja nicht gerechnet. Mit euch habe ich ja gar nicht gerechnet. So. Immer schön Materialien mitnehmen. Wir werden ein bisschen brauchen. Hallo, Mombi. Hallo, Mombi. Ich weiß gar nicht, wenn man verseucht ist, ab wie viel Prozent wird man sterben. Wahrscheinlich, wenn es rot leuchtet, wäre wahrscheinlich schon Holland in Not, ne? Holland in Not. Zack, zack. Na komm. Ich habe keine Ausdauer. Ich habe keine Ausdauer. Was ein Wunder. Boom. Und boom. Ich weiß nicht, warum er jetzt hier gerade so einen Zappelanfall hatte, aber... So, sehr schön. Hier ist bestimmt nur Papier oder schmutziges Wasser drin. Das können wir scrappen. Das kannst du essen. Ja, verhungern werden wir ja jetzt nicht. Ja, trink mal hier noch ein bisschen was. War jetzt auch nicht so schlau, irgendwie die Tür schon aufzumachen. Alter, da konnten wir... Ah. So, oh. Ah, jetzt. Okay. Hier noch was? Nö. Hallo. Das haben wir hier gerade von der anderen Seite gesehen. Da ist Mr. Schwabbelpeter. Hallo. Hallo. Oh, okay. Er hat erstmal den Schreibtisch zerdeppert. Und der PC schwebt einfach ein bisschen in der Luft. Cool. Wir haben einen Fähigkeitspunkt. Hilft uns das bei irgendwas? Nee, nur Ausdauerwiederherstellung. Okay. Also ja, hilft uns schon. Ist das der Hauptblut da hinten? Ist das der Hauptblut da hinten? Das ist aber ein... Nee, das Gebäude kenne ich tatsächlich noch nicht. Hier waren wir noch nicht drin. Ein Zeltverleih. Und Müll im Zelt. Weil das hier wahrscheinlich der Hauptblutraum ist, kommen sie wahrscheinlich jetzt alle angeschlittert, ne? Hui! Und zack! Und zack! Und... Huch! Hallo, einer nach dem anderen. Verbinden schnell. Boom! Ist ein bisschen buggy, oder? Noch jemand? Wieso sind die jetzt einfach gestorben? Die lebte doch gerade noch. Naja, soll mir recht sein. Soll mir ganz recht sein. So, Waffen. Ich brauche Spiel. Erhöre mich. Ich brauche Stahlknüppelteile. Ich möchte gerne einen
Stahlknüppel herstellen. Möchte ich gerne, ja? Was ist das hier für ein Raum? Gar keiner. Okay. Hier können wir noch was. Tasche? Ja. Hier können wir verkaufen, weil wir haben einen besseren zu Hause. Wir haben nämlich einen Fünfer, glaube ich, zu Hause, ne? Von dem da. Das hier kann auch erstmal alles weg. So, das kann auch weg. Zack. Hier kannst du trinken. Das kann weg. Das können wir. Können wir verkaufen, aber erstmal reparieren. Warum kann ich denn das nicht reparieren? Okay. Natürlich, ich habe keine Dings mit. Ich habe keine Reparaturkits mit. Warum sollte ich auch? Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe keinen Platz mehr. Guck mal, das hier kannst du alles nochmal essen. Das kann raus essen. Das können wir alles verkaufen. Sortieren. Hast du jetzt alles gegessen? Ja, sehr schön. Dann kannst du das hier nochmal trinken. Dann haben wir da auf jeden Fall auch Platz. Und das kann auch raus. So, zack. So. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz halt. So, was gibt's denn hier Schönes? Elektrische Tür, also elektrische Zugbrücke, sehr gut. Passend. Und Schrotflintengeschütztürme. Jupp, das ist auch alles passend für unsere Zuhause-Base, würde ich mal sagen, oder? Das ist doch sehr gut. So, dann kämpfen wir mal hier mit der Truhe. So, Zeit zum Händler haben wir auch noch. Gehst du bitte auf? Gehst du bitte auf? Komm schon. Sehr gut. Ja. Ein Beaker. Brauchen wir ein Beaker? Ja, nehmen wir mal mit. Wer weiß wofür. So, sehr gut. Wo kommen wir denn jetzt hier wieder raus? Wo kommen wir denn jetzt hier raus? Gibt es hier keine Tür? Doch hier. Alles klärchen. Sehr gut. So. Hier nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. Ach, da wäre so ein Briefkasten gewesen. So. Zack. Schönes drin. Papier. Ja, das kannst du behalten, würde ich mal sagen. Das kannst du behalten. Gibt es hier eigentlich noch was drin? Wo ist denn hier der Eingang? Ach, da. Hier war ja nur noch gar nicht drin, ne? Hier waren wir ja noch gar nicht drin. Nur ja, das brauche ich auch nicht. Guck mal, Gammelfleisch. Nein, nicht Gammelfleisch, verkohltes Fleisch. Verkohltes Fleisch, Entschuldigung. So. Hier noch jemand drin? Wir brauchen echt Honig, ne? Wir brauchen echt Honig. Oh. Oder Antibiotika. Wir können ja Antibiotika jetzt herstellen, oder? War mir nicht so. Nee, können wir nicht. Natürliche Antibiotika können wir herstellen. Ja, gut. Das habe ich ja schon alles gegessen jetzt. Naja, wir fahren jetzt erstmal zum Händler. In die Richtung. Ja, Benzin haben wir noch. Wir haben ja auch die Mod hier drin, dass wir weniger Benzin verbrauchen, glaube ich, ne? Kann ich hier so lang fahren? Boah, mach ich einfach mal. Smoked Ribs. Gibt es da was zu essen? Also weit ist der Händler ja jetzt auch nicht weg. Wenn wir irgendwann ein Motorrad haben, sind wir auch noch ein bisschen schneller unterwegs. So. Haben wir hier noch irgendwas drin? Nö. Nö. Was war das denn jetzt für ein Hoch- und Runter-Gehüpfe? So, kleiner Mann, bitte hab was Schönes für mich. Many thanks. You've proved to be very resourceful. Ein SWAT-Helm ist besser. Ich nehme dann mal den SWAT-Helm. Oh ja, das mache ich gleich. Moment. Darf ich dein Inventar mal kurz sehen? Guck mal, aber ich verkaufe dir erstmal was und dann können wir das gleich nochmal alles sehen. Was du.
So. Das hier kannst du auch haben. Willst du das haben? Nee. Bogen kannst du alles haben. Das hier kannst du haben. Das nicht. Schockstabteile kannst du haben. Eisenvorschlaghammer. Stahlspeerteile kannst du auch haben. Raketenwerferteile, nee, die bewahren wir mal lieber auf. Und das hier kannst du auch haben. Sonst behalten wir das mal alles. Messbecher, so. So. Sicherheitskamerapaket, Eisenrüstungspaket, Generatorenbank oder eine Chemiestation. Das ist schwer, ne? Ich finde das schwer. Ich finde das gerade sehr schwer. Das Chemiestation wäre schon geil. Ja, komm, wir nehmen die Chemiestation. So. Handelsroute öffnet in 2 Kilometer. Du hast sie doch auch echt nicht mehr alle, oder? So. Er hat aber trotzdem nichts für uns, ne? Er hat Antibiotika. Ich muss das kaufen. Ich muss es jetzt auch gerade mal nehmen. Das macht 25 und wir sind bei 22. Okay, sehr gut. So, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal als Heilung. Das ist Munition. Schade, ich dachte, das wäre ein Raketenwerfer. Das wäre halt sehr nice. Ich vergesse auch immer, was er hier alles hat. Guck mal, können wir noch ein... Können wir die alle kaufen? Ja, wir kaufen jetzt erstmal alle Antibiotikas. Honig, ja, ein Zementmischer. Können wir uns nicht mehr leisten. Können wir uns nicht mehr leisten. Das sind Sachen, die wir ihm verkauft haben. So, was hat er hier? Die ist aber besser. Motorradfahrwerk hat er. Nee, sonst hat er ja auch nichts Spannendes, ne? Bauplan für einen Raketenwerfer. Lore. Komm, aber wir nehmen hier mal 3 Kilometern. Ja komm, wir müssen ja auch mal hier wieder ein bisschen Action in das Spiel bekommen. So, Handelsroute ist da hinten. Wir fahren aber einmal kurz nach Hause. Unser Zuhause ist ja hier vorne gleich. Entladen uns mal eben. Das ist aber nicht den Händler, den wir schon kennen, oder? Ich weiß das gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Wir gucken mal. Hier unten, okay. Schneegebiet. Im Schneegebiet. So. Antibiotika nehmen wir mal mit. Honig können wir ja immer so finden. Das brauche ich ja jetzt tatsächlich nicht unbedingt mitnehmen. Wir haben hier auch noch Antibiotika. So, pass auf. Wir stellen auch nochmal die Chemiestation stellen wir hin. Stellen wir mal hier hin. Hallo, hopp. Hier so in die Ecke. Zack. So. Fehlt uns noch ein Zementmischer, aber den könnten wir uns ja eigentlich auch so herstellen. Kann ich mir eigentlich schon einen besseren Baseballschläger herstellen? Nee, ne? Ein Vierer? Nee, ein Dreier. Wir haben aber einen Fähigkeitspunkt. Ich habe schon wieder vergessen, wo ich den reinsetzen wollte. Hier bei Prügelpeter? Nee. Doch, ne? Hier. Wenn nicht, tut's mir leid. So, haben wir Sachen für die Schmiede? Ja. Ah ja, den SWAT-Helm. Da ist auch schon Helmlicht drin. Alles klar. So, der ist schlechter. Den verändern wir mal. Da kommt das raus und das kommt raus. Abschließen. Reparieren kann ich nicht. Pass mal, haben wir hier mal eine Händlerkiste? Nein. Ja. Ich weiß nicht, warum da Lehm drin ist. Weil Lehm kommt ja eigentlich hier rüber. So. Genau, hier haben wir... Ach, wir haben sogar einen Sechser. Ich dachte, wir haben nur einen Fünfer. Nee, wir haben einen Sechser. Okay. So. Haben wir keine Reparatur... Doch, hier haben wir Reparaturkits. Warum auch immer die... So. Verändern. Da passt das auch noch rein. Sehr gut. Der ist besser. Da ist Einser drin. Da ist sowas drin. Da ist schon eine Dreier drin. Hier verändern. Passt. Ach so, ja, ist ja okay. Ist ja wurscht. Ist ja wurscht. So, passt hier noch was rein? Okay, die Muni kommt mal mit. So. Das kann mal zurück. Das hier kommt eigentlich auch hier rein. Ich weiß nicht, warum das jetzt da...
woanders drin ist, aber hey. Okay, guck mal, so. Nein, nicht so. Maismehl. Ja, komm, ess mal was. Bevor du hier wieder rumjammerst, dass du Hunger hast. Davon können wir mal was mitnehmen. Einmal Antibiotika. Okay, Honig hätten wir auch. Das und das ist aufgefüllt. Dann nehmen wir nochmal Wasser mit und ein bisschen Kaffee. So, zack. Das hier kann hier mal alles rein. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das hier brauche ich nicht mit. Das auch erstmal nicht, das auch nicht. Das hier sind unsere Frames, die wir erstmal wieder zu Frames machen müssen. So. Ich habe gerade ein Piepen im Ohr. Das kann auch nochmal hier rein. So. Zack. Zack, zack, zack. So. Dann haben wir Muni, haben wir Muni, haben wir Reparaturkits, haben wir Antibiotika, Aloe Vera, Verwende, trinken. Alles klar. So, essen nochmal ein bisschen was dazu. Und zwar, guck mal, erstmal das hier einfach. Jetzt kann ich grabben. So, dann kann das da rein. Zack. So, dann steigt unser Essen auch. Und die können auch eigentlich auch mal wieder an hier. So, dann kann das hier doch mal einfach eingeschmolzen werden. So, zack und zack. Einschalten. So. Alles klärchen. So. Das schaffen wir ja nicht mehr zum Händler. 2 Kilometern. In der Chemiestation können wir Benzin schon herstellen aus Ölschiefer. Okay. Und Farbe und Munition. Dafür, für Munition brauchen wir aber immer Schießpulver. Dafür brauchen wir Kohle. Was wir wohl nicht haben werden, ne? Wir haben aber Ölschiefer. Okay, da können wir schon mal ein bisschen Benzin herstellen. Alles klar, die braucht ja auch. So. 227 ist jetzt nicht viel, aber... Ach, 2000? Oh, okay. Ja, okay, das ist cool. Wie viel Ölschiefer habe ich denn hier? Aber müsste er denn nicht... Ach, er macht 10er-Stacks, ne? Alles klar, okay. Ja, gut, habe ich verstanden. Was bräuchten wir für Farbe? Okay, Schießpulver. Ja, das haben wir ja alles nicht. So. Munition. Brauchen wir Geschossspitzen und Patronenhülsen. Was ich ja immer schön scrappe, ne? Was ich ja immer schön scrappe. Guck mal, 9 Stück haben wir davon. Wo stellt man die denn her? Stellen wir die hier her? Ich habe noch nie Muni hergestellt. Ah, die stellen wir hier her. Nee. Stellen wir so her. Geschossspitzen. In der Schmiede. Oder? Geschossspitzen. Könnten wir... 19. Wow. Ja, das machen wir noch nicht. So. Ja, ich würde sagen, das wird heute mal eine kürzere Folge. Ja. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dann. Adios.